Hallo, hallo, hallo. Weiter geht's mit Shakes and Fidget. Und heute starten wir mit Server 8, United States. Ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht, die leider nichts geworden sind. Deswegen haben wir schon hier auf Server 8 ein paar Dungeon-Versuche, beziehungsweise ich habe schon einen Dungeon-Versuch gemacht. Habe schon etwas gespendet in die Gilde. Aber vorweg, bevor wir starten, zur Facecam, beziehungsweise zur Webcam. Ich habe das Ganze hier nach links verschoben, wie man sieht. Ich hoffe, das sollte dann besser passen. Und viele haben geschrieben, du, ich finde das richtig klasse, endlich zeigst du dich mal, Facecam und so weiter, richtig cool, macht richtig Spaß, die Videos zu gucken. Aber was mich auch etwas beschäftigt, ist, dass einige schreiben, das sieht scheiße aus. Mir gefällt es nicht mit Webcam, das gefällt mir auf keinen Fall, bitte mach ohne. Und das ist wirklich hier so ein Dilemma, denn wenn jetzt einige das so schreiben, ich muss schauen, wie sich das entwickelt, ob das so weitergeht mit der Webcam bzw. mit der Facecam oder nicht. Werden wir im Verlauf der nächsten Tage dann sehen. Ich habe übrigens auf Facebook eine Frage gestellt. Ich kann euch jedem empfehlen, nur auf facebook.com/zuschauer99 zu gehen oder den Link in der Videobeschreibung zu klicken, hier auf Gefällt mir zu drücken. Denn hier werde ich immer als erstes alle neuen Informationen so schnell wie möglich posten. Genau wie alle Videos werden hier als erstes erscheinen. Ich habe nämlich auf Facebook gefragt, wollt ihr mehr Let's Plays mit der Webcam? Hier haben 13 gesagt ja und 2 nein. Ich werde mal schauen, wie sich dieser Wort noch entwickelt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, beziehungsweise nicht bewertet, sondern abstimmt, damit ich halt einen Eindruck bekomme, ob das so weitergehen soll oder nicht. Wir starten jetzt mit Server 8 United States. Also von hinten nach vorne und hier sieht es aus, wie gesagt, ich habe schon einiges gespielt. Die 300 Alu sind schon durch, der Arena-Kampf. Oh, ich kann schon wieder gegen Mr. LOL. Gewinnen wir gegen Mr. LOL? Nein, Mr. LOL hat uns einfach geschlagen. Ich habe nämlich das Ganze hier umequipped, das heißt, die Halskette habe ich hier wieder drin. Und sonst habe ich nichts Neues bekommen. Ich habe schon geskillt, ich habe schon in der Gilde gespendet, wie man sieht. 1500 Gold. Und ich habe die Cobra zum Offi gemacht, weil die halt so richtig viel gespendet hat und richtig aktiv zurzeit ist. Und den Rest von dem Gold kann ich ja noch spenden. Ebenso habe ich auf Server 8 schon im Waffen- und Zauberladen geschaut. Und schon im Dungeon einen Kollegen versucht, leider nicht geschafft. Wie man sieht, noch 46 Minuten. Also sind wir mit Server 8 fertig. Wie gesagt, die Alu ist fertig. 100 Alu, Server 8, United States. Wenn ihr nicht wisst, auf welchen Server ich alle spiele, schaut mal in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit Server 2, United Kingdom. Hier habe ich auch schon etwas gespielt, beziehungsweise die 100 Alu ist auf allen Servern schon fertig. Die Stadtwache läuft hier noch, da ich halt hier schon einen Spiegel habe. Und im Waffen- und Zauberladen habe ich auch schon zugeschlagen. Ich habe dann im Klo schon was reingeschmissen. Ich habe einen neuen Stärketrank bekommen. Einen großen XXL. XXL-Trank habe ich bekommen. Einen Stärketrank. Den habe ich schon ge geschluckt. Ganz tief geschluckt. Und sonst, was haben wir sonst gemacht? Haben wir schon im Dungeon was versucht? Nein, im Dungeon haben wir noch nichts versucht. In der Gilde haben wir schon gespendet. Ja, ich habe 8000 Gold und einen Pilz gespendet. Ebenso kam die Frage, wo wohne ich eigentlich? Wie man in meinem Profil sehen kann, wohne ich in der Nähe von Osnabrück. Zum Glück wohne ich in Osnabrück. Ein sehr genialer Spruch. Gibt es auch eine Facebook-Seite. Zum Glück wohne ich in Osnabrück, glaube ich. Finde ich richtig lustig. Hier sind immer, werden irgendwelche Leute irgendwie gepostet. Total verwirrend. Total. Und wir trinken mal einen Schluck aus dem Kaffee aus der Blümchentasse. Warum auch nicht? Kaffee ist eine sehr gute, beziehungsweise ein sehr gutes Getränk. Stadtwache läuft, habe ich auch schon gesagt. Und im Dungeon, im Dungeon, im Dungeon. Ich kann gerade nicht sagen, welchen Kollegen wir versuchen sollten. Ich glaube, wir werden den Gremlin versuchen. Da haben wir schon mal geblockt, er Stufe 118 zu 104. Schade. Schade, schade, schade. Das war ja leider auch nichts. Und der guckt immer so böse, ne? Das gefällt mir gar nicht, wie böse der guckt. Aber leider ist der auch nicht drin. Ach, das finde ich doch blöd. Das finde ich doch blöd. Ich bin echt gerade am Überlegen, wie es mit diesem Krieger hier weitergehen soll. Sollen wir jetzt hier noch 300 Alu spielen oder nicht? Das ist die Frage. Ihr könnt ja gerne dazu mal einen Kommentar hinterlassen. Und wir können wieder einen Arena-Kampf machen, den wir hoffentlich gewinnen. Oh, schöne blonde Haare. Stufe 99er haben wir verloren. Ein Kundi, och, der hat. Warum hat er uns besiegt? Wir haben voll wenig Glück, sehe ich gerade. Und der hat mehr Ausdauer wie wir, müssen auf jeden Fall besser skillen. Das läuft so nicht. Vom Skillen hier, da passt irgendwas noch nicht. 693 zu, ja. Oder wir brauchen bessere Items.
Wir müssen mal so langsam mal wieder eine vernünftige Waffe bekommen mit diesem Krieger. Das wäre richtig gut. Wie gesagt, die Stadtwache läuft. Ja, und wir machen weiter mit Server 24. Der neueste Server, der online gegangen ist. Aufs Klo kann ich noch nicht, da ich hier zurzeit Stufe 39 bin. Hab mir ein paar Items hier durch Alu gebunkert bzw. bekommen. Den Rest kann ich schon wieder verkaufen. Im Zauber- oder Waffenladen brauche ich eigentlich gar nicht vorbeischauen, da ich das ganze Gold eh spenden werde. Aber mal so just for fun. Geschick 68. Hier haben wir nichts Vernünftiges. Die Gilde blinkt, denn es ist ganz wichtig, dass ganz viel. Der Schillerterror hat eine Idee im Shakes and Fidget Forum gepostet. Oh, interessant. Dass man immer schön spendet hier und ich habe wieder null Pilze zu spenden, oder? Ja. Das ist ja total doof gemacht. Dass man null Pilze, die man bekommt durch das Pilz-Event. Es ist übrigens Pilz-Event, wie man es hier sieht. Die man dadurch bekommt, kann man nicht spenden. Finde ich total blöd. Warum? Keine Ahnung. Server 25 nicht für dieses Video gedacht. Alles klar, werde ich mir nicht anschauen. Die Post wird übrigens noch in der Brieftaube hier fertig gemacht. Keine Angst. Und dann werden wir jetzt nicht den Arena-Kampf machen, sondern erstmal alles in die Gilde spenden. Rein damit. Tschüss, Gold. Wir sehen uns später. Pilze kann ich auch nicht spenden. Und wir brauchen unbedingt Pilze. Das heißt, wenn ein paar Leute hier Pilze über haben, auf jeden Fall auf Server 24 reinhauen. Am besten ein paar kostenlose Pilze schnappen und dann alles reinkloppen. Hier kann ich schon erweitern auf 62%. Zurzeit haben wir leider keinen Slot frei in der Gilde. Aber nicht ganz so schlimm. Übrigens, das Mikrofon habe ich jetzt ein Stück weiter nach links gemacht, dass ihr vielleicht mein Gesicht etwas besser seht. Ich hoffe, das ist so besser. Und dann können wir eigentlich einen Dungeon-Versuch machen. Obwohl das sowieso nichts wird, da wir halt genau null geskillt haben, null auf Items gegangen sind. Wir haben alles in die Gilde geklatscht. Übrigens, Server 24 spiele ich auch nur 100 Alu. Versuchen wir mal einen Steingiganten, der ist ein Level unter uns. Normalerweise müsste der fallen, aber man sieht schon, ich mache keinen Schaden. Seht ihr das? Ich mache keinen Schaden. Das wird nichts. Ich habe halt nichts geskillt, keine Items. Arena-Kampf machen wir noch, den werden wir chatty auch verlieren. Siehst du, 7 Silber verloren, war nicht ganz so schmerzhaft, aber naja, wie man sieht, mein ganzes Gold geht in die Gilde und das ist auch gut so, damit die Gilde schön ausgebaut wird. Jetzt fehlen nur noch Pilze, dann können wir richtig noch weiter hoch pushen. Wir sind Rang 109 und werden angegriffen. Nochmal, ne, wir greifen niemanden an. Angriff auf Legionäre. Was haben die denn hier für Kollegen? Gutes Gildenklima täglich, zwei Gildenkämpfe, interessant. Werden wir denn diese Kollegen hier schaffen? Ich hoffe es doch mal. Und dann werden wir vielleicht auch etwas weiter nach oben gepusht auf Server 24. Weiter geht es mit Server 23. Hier spiele ich 300 Alu übrigens. Und wir fangen an mit einem Arena-Kampf gegen Gitarre. Wer gewinnt? Ich würde mal sagen, die Gitarre. Jawohl, noch am Ende weggekrittet. So gehört sich das. Ich habe immer noch die Intelligenz-Items hier. Und ein Item, was ich dann ins Klo schmeißen kann. Die Stadtwache läuft ja auch noch. Wie gesagt, die 300 Alu sind auch schon fertig. Ich habe über Nacht sehr, sehr viel gemacht. Und ich sehe gerade, ich habe 0, 0 Silber. Aha, 0, 0 Silber. Das sieht ja sehr interessant aus. Schmeißen wir das mal ins Klo hier. 275 von 400. Das heißt, wir können bald wieder spülen. Im Waffenladen haben wir da irgendwas Besonderes. Das kann erstmal weg hier. Stärke, nein. Geschick, nein. Glück, nein. Geschick, nein. Zauberladen. Oh, sehr viele Tränke. Intelligenztrank, hallo. Stärketrank, nein. Glückstrank auch nicht. Intelligenz 333. 333. Und wir haben einen Intelligenzgegner. Das kann was werden. Den kaufe ich mal. Das packe ich rein. Das packe ich rein. Das packe ich rein. Bin jetzt bei 4770 Intelligenz. Dafür aber nur noch 21,43% Crit. Geh mal auf die Gilde. Und werde erstmal wieder was spenden. Spenden wir mal, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 1, 2, ja, 100. 150.000 reingebuttert. Und hier brauchen wir hier. Ist alles Vollausbau auf Server 23, da brauche ich ja keinen Pilz reinspenden. Wir greifen wieder Kollegen an, sind Rang 24, das ist auch soweit. Einer ist heute gelieft und ich sehe, okay, wir sind voll, ne, beziehungsweise ein Platz ist frei. Das heißt, wenn ihr euch auf Server, also wenn ihr auf Server 23 mit mir spielen wollt, müsst ihr diese Kriterien hier erfüllen. Ihr müsst mindestens 100 Alu spielen, 30% Sammelalbum haben, Level 40 und aktiv spielen und pro Tag 10 Stunden Stadtwache spenden. Ist natürlich klar, also 100 Alu mindestens, so viel mehr ist natürlich erwünscht, 300 Alu oder so weit und so weiter.
und ein Slot ist zurzeit frei. Am besten bewerbt euch bei den beiden Offis dazu, weshalb mein Postfach doch ziemlich überfüllt ist. Würde ich mal so sagen. Wir gehen mal in den Dungeon. Beziehungsweise müssen erst skillen. Skillen. Ich einen Ticken hier rein und den Rest eigentlich in Intelligenz, da wir halt einen Intelligenzgegner haben. Ja, Ausdauer hier so. Genau. Und im Dungeon haben wir dann hier. Hatten wir oben. Doch, das ist ein Intelligenzgegner. Ich dachte schon, weil ich habe mich hier irgendwie vertan. Okay, hier sieht man 4600 zu 4788. Jetzt hat er mich natürlich weggekrittet. Aber theoretisch könnte er fallen, wenn wir einen guten Hit machen und er nicht krittet. Er darf. Oh Gott, er darf nicht kritten. Er darf nicht kritten. Och, Kollege, komm schon. Nicht schon wieder. Ach, Menno. Ach, das ist ja blöd mit dir. Du bist doch ein ganz böser. Was soll der Scheiß? Warum fällst du nicht um? Warum hau ich gegen das Mikrofon? Er will nicht. Nee, er will nicht. Er will nicht. Er will, 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 will nicht. Nochmal ein Schwein. Ohne Intelligenzsachen. Nee. Nee, nee. Die Intelligenzsachen müssen schon hin, aber ich pack's nicht. Den Rest werde ich mir eben noch in die Gilde spenden. Rein damit. Alles reingebuttert. Und ja, dann sind wir mit Server 23 auch schon fertig. Im Turm brauche ich noch nicht vorbeischauen, da hier der Kuchenmann ist. Und der Kuchenmann ist richtig stark. Ich muss erstmal den ganzen Begleiter auf 100, also von 150 auf 170 leveln. Also die Begleiter können maximal das Level erreichen, was ich gerade habe. Arena-Kampf habe ich schon gemacht. Und deswegen werden wir weitergehen auf Server 22. Hier sieht es ja so aus, dass viele schreiben, ja, Pandora löst sich auf und so weiter. Aber wenn ich allein lese, dass der am 15. soll sich Pandora auflösen, heute ist der 13. und am 16. soll der nächste Raid sein. Total verwirrend, total verwirrend. Wir fangen mal an mit einem Arena-Kampf, den wir natürlich verlieren. Oh mein Gott, wir sind übrigens Rang 36, ziemlich nach vorne gerusht. Ich habe mir extra hier noch ein Item aufbewahrt. 300 Alu sind hier auch fertig und das schmeißen wir mal ins Klo. Aura 10, 175 von 600, das können wir weg. Schmeicheln. Und wir haben hier einen Geschickgegner als nächstes. Wir haben hier einen Gürtel mit 444, 456. Oh, der ist besser. Der ist besser, den kaufe ich mir. Sonst noch irgendein gutes Geschick-Item? Nein. Im Zauberladen? Oh, ein Lebenstrank. Brauchen wir einen Lebenstrank? Lebenstrank läuft bis zum 29.01. Ja. Können wir uns also kaufen? 15 Pilze Schuss, warum auch nicht? Dann kommt ein Intelligenz-Geschick-Item, was wir auf keinen Fall brauchen. Gilde brauche ich eh nichts spenden, die ist eh immer voll. Das ist das Gute daran hier. Auf im Pandora, man braucht eh nie was spenden, ist immer voll. Alu, wie gesagt, fertig. Die Stadtwache läuft ja auch bis 20:52 Uhr. Also noch knapp 3,5 Stunden. Und wie lange hält mein Mount noch? 2 Tage sehe ich gerade. Deswegen werden wir mal das schnell verlängern hier. Oh Gott, hat schon wieder 25 Pilze hier. Blub. So, jetzt sind es wieder 15 Tage. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Skillen oder können wir unsere Begleiter hier hochleveln im Turm? Ja, wir sind Stufe 221 geworden. Also alle mal auf 221 pushen. Und wir haben, was war das für eine Ge ein Gegner, dieser Zündeltyp hier? War das ein Geschickgegner auch? Ja, ein Geschickgegner auch. Deswegen könnten wir eigentlich alle unsere Geschick-Items anziehen. Das heißt das, das, die Waffe ist eh geschickt gewesen, hatte ich ja die ganze Zeit an. Sind jetzt hier nur noch auf 24% Crit, das sollte aber reichen. Wir können aber noch Geschick skillen und noch ein bisschen Ausdauer. So, und noch ein bisschen Glück. Und Geschick. Und Glück. Und Geschick. Und Nebenattribute. So, und jetzt werden wir mal den Kollegen hier, den Zündelholz-Typ, mal hier versuchen. Ist ja ein Geschickgegner, wie gesagt, also sollten wir jetzt ihn eigentlich mehr anziehen. Na, immer noch nicht so überragend.
Ja. Ja, das wird auch nix. Der Dungeon-Kollege, was ist mit dem? Wird der was? Der mich ja unglaublich aufgeregt hat in der letzten Zeit. Ja, warum ziehe ich denn jetzt gar nichts mehr ab? Nee. Das wird auch nix. Das wird auch nix. Leider, leider, leider. Dann haben wir hier auch kein Dungeon geschafft. Das ist blöd. Schade, schade, schade. Und das war's dann mal für heute, würde ich sagen. Ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.